Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars vs. Gaming hier in Battlefront 2. Wir spielen Angriff und der Kalli ist mit dabei. Wow, das war eine Gitarre. Ich bin da, hallo. Seid gegrüßt. Nein, ich nehme doch Angriff. Ja, du hattest gerade davon gesprochen, ob du mal öfter streamen willst, ne? Ja, ich hatte gesagt, ich wollte mal so irgendwie den nächsten Mal vielleicht testen, so einmal die Woche, also so eine Woche lang jeden Tag zu streamen. Ja, ich hab jetzt letztens irgendwie von so einem kanadischen Streamer oder so gelesen, der hatte sich eine Challenge gesetzt. Also der wollte halt, der war kein YouTuber oder so, der hat halt direkt mit Twitch angefangen. Und der hatte sich als Challenge gesetzt, 6 Monate lang jeden Tag einmal zu streamen. Und irgendwie hat er die 6 Monate dann geschafft und wollte dann irgendwie nicht mehr aufhören. Dann war eben, dann dachte er sich auch, ja, jetzt bin ich einmal dabei, kann ich auch weitermachen. Und nach dem 2000. Tag hat er sich dann mal einen Tag Pause genommen. Nach 2000 ja, Tagen. Ja, genau. 2000, das, den habe ich auch gesehen. Wie heißt der nochmal? Ich komm gleich drauf hier. Ich weiß nochmal hier irgendwas mit C. Ich weiß es nicht. Ich hab's mir nicht gemerkt, aber das finde ich schon krass. Aber ich hab dann auch irgendwie... guck da bei dem manchmal auch mal rein. Der macht coole Sachen, auch so Talks-Sachen. Talk-Stream und so. Warte mal, wo soll ich denn jetzt hin? Warum wird mir das nicht mehr angezeigt? Mir wird nicht angezeigt, wo ich hin muss. Ach, da hinten. Kacke, da bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Ja, aber irgendwie in so einem Interview oder so hat er gesagt, dann an dem Tag, an dem er sich freigenommen hat, wusste der gar nicht, was er machen soll. Ja, die Sache ist halt auch, der hat ja auch Familie, weißt du, er hat, glaube ich, so 2 Kinder oder sowas, hat eine Frau und trotzdem 2000 Tage lang, also jeden Tag einmal gestreamt. Also ah, Gott. Da habe ich in die falsche Richtung geguckt. Ja, gut, es kommt halt drauf an, ne? Ja, ich meine, auf Twitch streamen die meisten Leute halt auch wirklich dann 7, 8, 9, 10 Stunden lang. Aber du kannst halt auch sagen, ja, ich streame jeden Tag und streame aber dann nur irgendwie eine Stunde oder so. Ja, klar, eben. Kannst du halt auch machen, ne? Dann, das ist mit Familie vielleicht dann doch ein bisschen verträglicher. Ja, eben. Sein. Ich meine, klar, manchmal mal länger, mal weniger. Ich habe übrigens, hier, wo ich jetzt gestreamt habe die Tage, ich glaube, da habe ich jetzt das längste, was ich jemals gestreamt habe, mit über 6 Stunden, 6,5 Stunden. Krass. Hatte ich jetzt gestreamt. Ja, so lange habe ich noch nicht am Stück gestreamt. Ja. Ich muss auch sagen, auf Twitch ging das, auf YouTube finde ich es meistens. Die sind hier überall. Oh, Mann. Auf YouTube finde ich es meistens immer anstrengender. Oder vor allem, wenn man dann solche Sachen hier spielt, dann reiß ich gerne mal ein bisschen aus. Das ist dann so für die Stimme belastend. Aber ich, wenn du was Entspanntes spielst, dann geht das halt, ne? Das geht schon. Ja, gut, das stimmt. Aber könntest du natürlich auch auf YouTube machen, was Entspanntes spielen? Ja, natürlich, aber ich sag mal, das passt ja dann halt so kanalmäßig nicht unbedingt. Ja, gut, da hast du recht. Das ist so die Sache. Oh, Mann. Nein! Wo ist der? Und ich muss auch sagen, so chatmäßig finde ich Twitch tatsächlich sogar besser als YouTube. Ah. Also da muss YouTube auch ein bisschen nachlegen. Auch wenn die jetzt so streammäßig besser geworden sind, im Gegensatz zu vorher. Aber und warum, wie meinst du das denn mit Also mit Emotes allein finde ich schon viel geiler, so, dass du da so viele bessere machen kannst. Dann auch allein sowas mit Hosten und sowas finde ich auch ziemlich cool. Das geht ja, glaube ich, auf YouTube, soweit ich weiß, nicht, oder? Ah, was denn jetzt genau? Hosten zum Beispiel. Was soll denn das sein? Also vermutlich nicht. Leute, zum Beispiel, du bist jetzt hier mit deinem Channel gerade offline und dann kannst du jemanden zum Beispiel automatisch hosten, so ein Freund von dir, der gerade dann online ist, dann wird der bei dir quasi angezeigt, die Leute kriegen dann den Link zu dem anderen quasi auch zugeschickt. Das geht hier leider nicht. Zum Beispiel. Das finde ich auch ganz cool. So. Oh Gott. Nein! Der hat mich umgebracht. So. Eieieiei. Aber ich bin mal gespannt, ne? Jetzt ist hier dieser neue Modus Totale Feuerschaft. Ist jetzt schon fast wieder 1 Monat draußen. Und jetzt, nächsten Mittwoch, also quasi morgen, wenn dieses Video rauskommt, kommt eine neue Map dafür. Schon. Finde ich krass, wie schnell da die Zeit vergeht. Ich bin mal gespannt, was da dann kommt, was das für eine Map wird. Oh, krass. Ja. Aber der ist halt sehr, sehr lange, ne? Ja. Das eine Video. Ja, vielleicht ändern sie da noch was dran. Ja, oder zumindest kann er lange gehen, sagen wir mal so. Ja. Ah, nein. Ich dachte, das wäre die Leiche, die auf mich zugeflogen wäre. Der hatte noch 2 Leben, ist lächerlich. Komm schon, Kalimon, nicht im Kampf sein. Nein. Oh Gott. Übrigens, okay, bei dir will ich auch gerade nicht spawnen. Ich habe übrigens dein Video von heute gesehen. War auch sehr interessant mit den cool. Das freut mich. Sturmtruppen. Sturmtruppen, glaube ich, da Klon. Ja. Was Bad Batch. Ja, genau, fand ich echt cool. Also Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da auch vorbei. Was ist das Bad Batch? Kloneinheit 99 erklärt, heißt das Video, glaube ich. Werbung.
Wenn du für deinen eigenen Kanal Werbung machst, dann ist ja wohl, also ist ja keine richtige Werbung. Ja, keine Ahnung. Lieber auf Nummer sicher gehen, als eine Abmahnung zu kriegen. Ah. Oh, komm. Das schaffen wir doch wohl. Alter, oh, hätte ich jetzt so eine krasse Granate oder so, ne? Da standen gerade drei Leute so hintereinander, ne? Eine Granate rein. Ich liefere ab. Oh, bitte. Liefer ab. Sei jawohl. Super Junge. Sehr gut. Ich habe abgeliefert. Oh, und da bin ich noch gestorben. Schön. Runde gewonnen. Guter Junge. Komm, starten wir mal wieder mit Angriff hier. Ah, meinen Angriffstrupp habe ich jetzt aber auch fast genauso weit aufgelevelt wie den schweren. Ah. Den einen auf 48, den anderen auf 53. Aber ich glaube, es geht bis auf 70 rauf oder so. Ich glaube, 70 ist Max-Level. Das ist krass. Hast ja. Schon krasser gelevelt. Ich habe hier den Kommando auf 47 momentan. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig, was ne? Was ist nochmal Maximum? Was war nochmal wichtig? Ich glaube 70 von den normalen Truppen. Oha! Ha? Bin ich voll in den Schall-Imploder von dem Death Trooper da reingelaufen. Oh. Komm schon, Rock Dobbs, ich will zu dir. Ich gehe voraus, Granate. Oha. Nein, und dann hau ich auch noch daneben. Oh Gott! Ah, den habe ich nicht gesehen. Den Wojtek Nasiadek. Alter, lass mich in Ruhe, du Drecksau. Kann spawnen in 0. Datendisk aufsammeln. Sofort. Nein. Hat's auch best überlebt. No. Rein da. Rein in. Worauf schießt der denn da? Oh Gott. Ah, gut, da bin ich jetzt nicht in Deckung. Ist meine Granate? Jawoll! Die hat wenigstens noch gesessen. Ah nein, Kali. Spawn bei dir. Oh, ja, oha! Wie habe ich das überlebt? Oder war das eine von uns? Eieiei. Hatte ich jetzt aber auch wirklich Schiss. Hast du Angst, Potter? Ja. Ja, hab ich. Malfoy. Oh nein. Er hat Angst. Na, oh, Mann! 2000 Punkte verschwendet hier. 1000 Punkte verschwendet? Yeah. Ja, 2000. Weil ich den Lufttruppler hier nicht gut eingesetzt habe. Aber egal. Egal, Karl mal. Potter. Ich bin übrigens jetzt fast mit Game of Thrones da, wo ich sein muss. Ich habe jetzt die siebte Staffel komplett durch. Nur die erste von der achten noch nicht. Nice. Hast du aber gut gesuchtet, du. Ja, jeden Abend so zwei, drei Folgen. Ah, krass. Ah, Mann, ärgerlich, bin ich schon wieder tot. Ah. Wo sind hier die Gegner? Oh, hier sind die Gegner. Wie viel Leben hat der denn als Death Trooper da drüben? Das ist auch so lächerlich, ne? Ich hab hier Angriff. Der rennt auch einfach? Offizier habe ich auf 47, ne? Und schwer habe ich einfach auf Level 6. Ja, ich glaube, mein Offizier ist irgendwie auf Stufe 3. Und mein Sniper irgendwie so auf Stufe 11 oder so. Stufe Sniper habe ich auf 6. Auch genauso schlecht. Nur Angriff habe ich ein bisschen gelevelt. Oh Gott. Jawohl. Ich will bei jemandem spawnen. Seid ihr alle im Kampf? Dürftest du bei mir spawnen? Oh. Nein, spawn nicht bei mir. Kampf. Jawohl! Illusion. Jetzt. Kann ich jetzt bei dir spawnen? Ja, jetzt kann ich bei dir spawnen. Nice. Dass ich das überlebt habe. Okay, wir müssen das Datenpaket aufsammeln. Nicht das die spawnen lassen. Du bist ja nicht so... 54 Meter hier. Oh, von hinten. Oh. Ich renne. Oh. Ich hol uns das Datenpaket. Hol uns die Datendisk muss gesammelt werden. Jawohl. Ich habe die Datendisk in meinem Besitz. Sehr gut. Das Imperium darf das nicht halten. Ist da irgendwer? Egal, Granate reinschmeißen. Da ist einer, da links. Hier sind sogar zwei. Jawohl, 4-Spieler-Kill-Serie. Ah! Hinter dir. Hinter dir kommt einer. Ja, vor mir ist aber auch einer. Oh Gott, nein! Ah! So ein Raketentruppler. So, Kali, ich will bei dir spawnen. In einer Sekunde. Ich jawohl. Kämpf nicht, ja, okay. Ja, nice! Direkt gewonnen. Ja, weil du bei mir gespawnt bist. Ja, das war der einzige Grund. Natürlich. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt 10 Minuten aufgenommen, dann können wir noch eine machen, oder? Oh. Könnte man machen, ja. Okay, dann machen wir das. Ah, ja. So, neue Runde.
Neue Runde, neues Glück. Ich sehe den Rex 100.403 von mir. 100.403. 134.000. Ja, hat der als Nummer. Und den Falk 64. Was war eigentlich so dein erstes Spiel, was du jemals gespielt hast? Kannst du dich noch erinnern? Erstes Computer-Game. Ich glaube, das war eine Art Formel-1-Spiel. Meine ich. Hm? Bei also, meiner Mama auf dem PC. Ich weiß auf jeden Fall, dass da war ich, glaube ich, so. Ich war wirklich jung. Ich war so 5, 6 Jahre oder so. Da hatte ich einen, der hatte alten Computer, da war ich irgendwo beim Kollegen, keine Ahnung, dessen Bruder hatte einen Computer. Und der hat hier Rollercoaster Tycoon oder so gespielt. Ah, okay. Und das, da habe ich dann zum ersten Mal so ein bisschen, ja, mitgespielt, sage ich mal, mehr oder weniger. Das erste Game, was ich so gespielt habe. Und dann später halt, habe ich dann, hatten meine Eltern einen PC und dadurch hatte ich auch ein paar Spiele spielen dürfen. Da war sowas wie Mohun Kart, Mohun. Ja. Das hat ich halt gespielt. Ja, ich weiß, dass ich halt auf dem PC von meiner Mama so eine Art Formel 1 Spiel spielen durfte und da musste man halt mit den Pfeiltasten die Autos steuern und dass die dann immer gesagt hat, ja hier, du musst nicht versuchen, die Tastatur komplett einzudrücken. Gesundheit. Mehr als draufdrücken kannst du nicht, ne? Der wird nicht schneller dadurch, dass du stärker auf die Pfeiltasten drückst. Aber ja gut, als irgendwie die 4-5-Jähriger ist das halt, ne? Ja, klar. Schwierig. Ja. Ansonsten weiß ich, dass ich noch so ein anderes Spiel irgendwie Flink Funk Funkflitzer oder so. Keine Ahnung. Das war halt auch so ein Rennspiel mit so die sahen so aus wie ferngesteuerte Autos. Und ansonsten glaube ich Age of Empires 1 wirklich. Oh, Age of Empires 1 auch interessant, ja. Auch ja. Cool. Naja, wie gesagt, ich muss aber auch sagen, ich habe das dieses Mohun Kart habe ich echt gefeiert, ne? Also irgendwie habe ich das echt viel gespielt, aber da habe ich auch noch kein Ist Mario. Das auch so eine Art Rennspiel? Das kenne ich gar nicht. Ich kenne halt nur das normale Mohun. Ja, Mohun. Es ist wie Mario Kart so ein bisschen so. Okay. Ja, und wobei mir fällt noch ein, ich hatte einen Kindergarten. Oh ja, stimmt, einen Kindergarten, da hatte ich auch noch erzählt, ne? Zu Besuch bei jemandem, da hatten wir auch Nintendo 64, hatte ich da gespielt, genau. Oh. Aber auch ein Mario, irgendein Mario-Teil, ich weiß aber nicht was. Aber ich weiß nicht, ob das erste war oder halt wirklich tatsächlich dieses, ne, ich glaube dieses Roller Coaster war, glaube ich, das erste Roller Coaster Tycoon und danach irgendwie N64. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, und dann weiß ich halt noch, dass. Oh Gott, oh Gott! Oh, hier sind zwei Gegner! Hm? Dann weiß ich noch, dass halt ein Freund von mir Star Wars Episode 1 das Videospiel hatte. Oh. Und dadurch bin ich halt zu Star Wars gekommen. Ich kannte Star Wars halt nicht, dann hat er mir das Spiel gezeigt und dann danach halt den Film am gleichen Tag noch. Oh, okay, das ist cool. Das muss auch eins meiner ersten Spiele gewesen sein. Wobei, der durfte damals auch irgendwie GTA 2 spielen. Und meine Eltern fanden das brutal und ich durfte das nicht. Ja, ich auch nie. Meine Eltern waren auch so richtig streng, ey. Aber das war auch noch das alte Top-Down-GTA. Ah ja, vom Vogelperspektive, ne? Das, ja, genau. Ja, kann ich mich erinnern. Oh Gott. Hatte ich auch schon mal gespielt, gab damals. Das ist halt echt. Was war deine erste? Hattest du eigentlich so einen Konsole oder PC zuallererst? Einen eigenen PC hatte ich nie. Also hatte ich schon irgendwann, aber als Kind jetzt nicht. Ich hatte eine GameCube und dann später halt eine Xbox. Ah, GameCube war deine erste Konsole quasi? Ja, vielleicht ein uralter Gameboy, wenn man das als Konsole. Ja, ich würde auch, bei mir war es auch so dieser schwarz-weiß Gameboy, der ganz alte. Danach hatte ich, als richtige Konsole hatte ich eine PlayStation 1 zuallererst. Tatsächlich. Ja, PlayStation hatte ich nie. Na, ich hatte ich weiß auch nicht wieso, aber irgendjemand hat mir eine PlayStation 1 geholt. Keine Ahnung. Ich weiß auch, ich habe hier Rayman, wie das heißt, habe ich gespielt. Aber ich wusste nicht, und Tomb Raider, und ich hatte keine Ahnung, was man da machen muss. Ich habe einfach irgendwie nur rumgelaufen und habe. Ja, das war damals auch sehr, sehr schlimm. Ich wusste auch bei den meisten Spielen nicht, was ich machen sollte. Ich war halt auch so, weiß ich nicht, wie alt war ich da? Auch so 6, 7 vielleicht so maximal oder so. Also, wenn überhaupt, wie jünger, ich war 6, glaube ich. So. Ich glaub, ja. Oder zum Beispiel, ich habe auch mal irgendwann dann angefangen, hier Star Wars Shadows of the Empire zu spielen. Das ist halt so halb Shooter und halb, also da hast du halt auch so Flugsequenzen mit Flugzeugen und so. Und du kennst ja in Episode 5 fliegen die ja so mit Schneegleitern rum, um die Kampfläufer zu zerstören, ne? Mhm. Und da war halt auch so eine Sequenz davon mit dabei. Und ich dachte halt immer, anstatt auf die Kampfläufer zu gehen, dachte ich, ich müsste auf die Türme gehen, weil die Türme andersfarbige Laser schießen würden. Das Problem war halt, das Spiel war auf Englisch. Ich konnte kein Englisch, nicht mal ansatzweise damals. Naja, das war halt dann schon schwierig, das rauszufinden. Ja, das stimmt. Wenn du gar nichts, also ne, gar nichts verstehst, auch erst,
ist da schon problematisch. Weil wenn du auch keinen dabei hast, der dir vielleicht mal irgendwas zeigt oder erklärt, wie das geht, ne? Ja. Und, na gut, ich meine, mein Papa hat dann teilweise auch mal so mit mir zusammen da was gemacht oder so, aber der ist halt auch eine ganz andere Generation, der war noch so, der hatte früher so ein, ich weiß nicht mal mehr, was das ist, ob das ein alter Apple war oder so, aber bei dem war das noch so, dass der sich Zeitschriften gekauft hat. In den Zeitschriften stand dann ein Code, den Code musstest du abtippen und in deinen PC eingeben, und wenn du alles richtig abgetippt hattest, hast du dann ein eigenes Spiel programmiert gehabt, was du dann spielen konntest. Okay. Genau. Alles klar. Das heißt, da konntest du keine Discs, also da gab es ja sowieso, wenn dann nur riesige Disketten, kaufen. Sondern musstest dann halt quasi das Spiel noch selber programmieren. Ach, durch Scheiße. Abschreiben. Ja. Ja, das ganz ist genau. Alt. Warte mal, ist das hier? Nee, das ist gut. Also, Windows 98 kenne ich noch, aber davor wird schon kritisch. Ja, ja, ja. Also, der hat damals noch mit Disketten angefangen, die halt fünfmal größer waren als die Disketten, die ich noch kenne. Ja. Oh, aber nein! Man muss überlegen, da waren 500 MB schon ziemlich viel Speicher. So. Ja. In der Zeit. Was zu heutzutage einfach nichts ist. Ich weiß auch noch, so der PC, den wir damals mal hatten oder so, der hatte auch nur so RAM, hatte der gerade mal 500 MB oder so. Ich glaub, ich ja. Wo ich mir heutzutage denke, so, Junge, damit würde ich nicht mal meinen PC zum Laufen kriegen. Noch. Ja, richtig. 500 MB. Das kennen die meisten halt noch gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Mann. Aber die meisten, die jetzt wahrscheinlich hier auch zuschauen werden, werden vermutlich nicht mal wissen, was eine Diskette ist. Ja. Oder warum das Speichersymbol so aussieht, wie es aussieht. Ich muss auch sagen, halt, so Diskette ist so zu meiner Zeit schon fast outdated gewesen, halt so, ne? Ja. Also, wo ich so, ne, da ich kenn's halt noch so gerade eben, ne? Aber alle Leute, die also ich, ein paar Jahre nach. Ich glaube, als ich. Gut, ich bin ein paar drei Jahre älter als du. Aber das heißt. Drei Jahre. Drei? Oder zweieinhalb. Das heißt, bei mir, als ich geboren wurde, gab es, glaube ich, noch keine CDs, soweit ich weiß. Die kamen halt so auf, als ich so dann gerade zu der Zeit, zu der ich mich, oh Gott, heutzutage noch erinnern kann. Hm. Aber das heißt, ich habe halt noch so die ersten zwei, drei Jahre, die ich mit Computern verbracht habe, mit Disketten zugebracht. Halb mit Disketten, halb mit CDs. Und dann danach ist es erst richtig auf komplett auf CD umgewechselt. Ja. Oh nein! In den 90ern. Mann. Ja. Und heute kennt man halt. Aber Videokassetten kennst du noch, oder? Und Audiokassetten. Ja, klar, Videokassetten immer. Wenn wir mal irgendwo hingefahren sind, irgendwie nach, weiß ich, Sauerland, irgendwie Schlitten fahren oder so, da haben wir auf dem Weg, habe ich dann manchmal, haben wir Gott. Hörbücher gehört, so auf Kassette. Ja. Also, das ist ja jetzt ziemlich langweilig. Irgendwie. Ja, das stimmt. Ah, komm schon. Nein. Irgendwie hat sich hier mein Skill seit der letzten Runde äußerst verschlechtert. Davor war ich irgendwie noch besser. Aber egal, Level 49 und wir sind halbwegs hier. Jawohl, damit haben wir gewonnen. Yay. Zwei absolut perfekte Runden. Besser könnte dieses Let's Play nicht laufen. Wirklich nicht. Nee. Nice. Naja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und ansonsten schaut definitiv mal bei Kali vorbei. Bei der Dringe Stories und Kalimon. Links sind unten in der Videobeschreibung. Jawoll. Cool. Damit noch einen wunderschönen Tag und bis dann mal. Tschüssi.